Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars auf meinem Kanal. Heute mal auf der 8x1 Map Modern. Ja, ich wollte mich vorstellen mit diesem Video. Viele von euch kennen mich vielleicht schon, viele bestimmt aber auch nicht, denn es sind über 800 neue Abonnenten dazugekommen seit dem Streamcrash-Video, seitdem es wieder im Hype war. Ich habe jetzt nochmal 50.000 Aufrufe auf dieses Video bekommen und ca. 800 Abonnenten plus gemacht. Und da dachte ich mir, muss ich mich doch mal vorstellen, den ganzen neuen Leuten, die dazugekommen sind. Und ja, vielleicht kenne ich von den Leuten auch schon ein paar durch andere Videos. Ich weiß es nicht. Trotzdem wollte ich mich nochmal mit einem extra Video vorstellen und sagen, danke für die netten Kommentare, für die Likes und für die Abos. Freut mich wirklich sehr, dass ich da nochmal ordentlich was dazu bekommen habe. Und vielleicht steigert sich das ja nochmal. Und vielleicht erzählt ihr es auch noch weiter, wie toll mein Video war. Keine Ahnung, was. Es ist immer noch recht gut im Hype, immer noch so 2.000-3.000 Aufrufe pro Tag. Es ist verdammt viel. Und es kam sehr, sehr plötzlich, wirklich über Nacht. Und der Typ baut sich einfach ein. Das ist nicht nett. So. Das haben wir ihm jetzt auch gezeigt, dass es nicht nett war. Ich denke mal, der hat gelernt aus seiner, keine Ahnung. Mein Deutsch ist manchmal ein bisschen krüppelig, müsst ihr wissen. Wortfindungsschwierigkeiten steht auch unter fast jeder mündlichen Arbeit von mir, also keine Sorge. YouTube ist auf jeden Fall das Richtige für mich. Nein, kommen wir uns erstmal zum nächsten Nachbarn. Na, natürlich fehle ich. Gut, von meiner Seite kommt auch. Was machen die da? Okay, ja, sehr, sehr interessante Spielweise. Kenne ich so auch noch nicht. Wollen wir uns dann da drüben mal einmischen? Ich meine, das ein bisschen beschleunigen und so, weil so trauern die sich jetzt jedes Mal wieder hoch. Doch, denk mir jetzt gerade so, dann kann ich denen das mal so ein bisschen erleichtern. Dass die Runde mal ein bisschen schneller vorbeigeht für die. Machen wir das doch mal. Machen wir uns mal rüber zu denen. Ja, oder auch nicht, ne? Weil Cody hat lang keinen MC mehr gespielt und Cody kann nicht bauen. Alter, diese Inkompetenz von mir, die fuckt mich selber ab. Ja, normalerweise spiele ich viel CW, BW auf Commodity.net, auf diesem Server hier. Momentan spiele ich es sehr, sehr selten, da ich irgendwie so ein bisschen die Lust daran verloren habe und ich will mich nicht zu etwas zwingen, worauf ich keinen Bock habe. Und ich denke mal, das kennt jeder und ich denke auch, dass es der richtige Weg ist. YouTube ist ein Hobby von mir und ich möchte es nicht wie viele andere aus Geldgier oder sonstige Kacke machen, weil ich mir jetzt denke, yo, ich habe dadurch jetzt Geld verdient und deswegen muss ich jetzt Videos machen, weil ich möchte mehr Geld verdienen. So, deswegen mache ich das nicht. Ich mache es aus Spaß und wenn es mir Spaß macht, mache ich Videos und wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich halt keine Videos. Ist halt doof, ein bisschen für meine Community, sehe ich ein, aber es ist nicht doof für mich. Und in erster Linie möchte ich, dass es mir Spaß macht. Und man merkt auch an Videos, wenn sie nicht aus Spaß produziert sind. Das merkt man einfach dem YouTuber an, das merkt man den Videos an, das merkt man dem Schnittstil an. Es ist einfach so, das wird auch bei jeder Person so sein. Und deswegen tut es mir leid, wenn ich aber nochmal inaktiv bin und keine Videos bringe, dann habe ich einfach gerade keine Lust darauf. Aber das sollten die ganz aktiven Leute, die mich jetzt schon etwas länger verfolgen, von mir eindeutig kennen. So, Team Grün hat noch ein Bett, Team Grün ist da. Gehen wir zu Team Grün. Minimi-Klicker ist der Typ. Ich habe keinen Bock, dass der gleich eine Rod rausholt oder so eine Scheiße. Hatte ich gerade. Ich habe gerade versucht aufzunehmen. Da hatte ich ein 1 gegen 1. Ich hatte kein Bett mehr. Dann roddet mich der Typ wirklich und ich wollte echt nicht verlieren in der Aufnahme. Ich weiß, ich lade auch ab und an mal Aufnahmen hoch, wo ich verliere. Da habe ich nicht was gegen oder so. Es ist mir nicht peinlich. Macht mir nichts aus. Aber soll es in so einer Aufnahme, wo ich mich vorstelle, dann nicht sofort verlieren, wisst ihr? Das wäre dumm. Das wäre kontraproduktiv. Stehe ich ja schlecht da. Ich war mal richtig gut und richtig schnell. Jetzt gerade sind meine Finger auch eis. Ich wollte jetzt arschkalt oder eiskalt sagen, da muss ich mich jetzt mal entscheiden. Gerade sind meine Finger auch eiskalt, davon mal ganz abgesehen. Der Typ, der hat jetzt Gold, einiges an Gold. Geht jetzt nochmal eine lustige Runde. Ich weiß, ich baue gerade langsam, aber dafür safe. Ach nee, komm, scheiß auf das Web. So, das Gold kriegt er schon mal nicht mehr. Komm schon. Jawoll, den haben wir down. War jetzt auch nicht so schwer, irgendwie stellt der Typ sich ein bisschen dumm an, wenn ich das so sagen darf, aber egal, soll es ja immer mal geben. Ich liebe diesen Trick, immer wieder. So. Und damit.
Damit haben wir die Runde dann auch gewonnen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Checkt meinen Kanal aus. Schaut die Videos durch. Ich kann euch meine CW-Clips empfehlen. Da steckt immer sehr viel Mühe drin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Frohes Neues und bis zum nächsten Mal. Tschüss.